So, Ladies and Gentlemen, hi, willkommen heute zurück zu einem weiteren Video mit mir. Yeah, hi, Leute, wie geht's euch? Ich hoffe mal, euch geht es gut. Heute wird es super nice. Ich bin hochmotiviert, denn ich habe heute ein neues Spiel für euch. Yay! Juhu! Freut euch! Ihr sollt euch freuen, ich habe hier ein cooles Spiel, okay? Wir spielen auf jeden Fall heute Grow Animal. Das ist so ein Spiel, wo man irgendwie Tiere machen kann. Und das ist, glaube ich, ganz cool. Das werden wir mal ausprobieren. Wir gehen hier auf Formula und können dann hier sozusagen eine Formel herausfinden, die sozusagen sagt, das und das ist gleich Herz plus Stärke. Okay, dann werden wir das mal ausprobieren. Herz, ein bisschen Liebe, nicht zu viel, ein bisschen Stärke. Und let's go. Was passiert, wenn wir Liebe und Stärke zusammenmixen? Was kommt dabei raus? Puh. Eine Eizelle ist geboren. Okay. Eine Eizelle. Dann gucken wir doch mal. Tap to spawn. Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt... Okay, man kann hier auch sozusagen diese Eizellen verbinden. Oh. Okay. Ja. Yeah. So, zack, zack. Zack. Hopp, 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 hopp. Okay, es wird langsam, es nimmt langsam Form an. Also wir formen gerade sozusagen unsere eigene Kreatur eines Individuums, Leute. Es ist crazy. Ich habe sowas noch nie gemacht. So, zack. Okay, es wächst und gedeiht, Freunde. Klingt ein bisschen so, als wäre das ein Rasen. Nein, es ist ein Lebewesen. Es wird ein süßes Lebewesen, okay? Oh mein Gott, was? Wie krass. Hup, hup, hup. Zack, 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 zack. Oh, da ist es. Es ist ein Küken. Ein Küken mit so einem kleinen bunten Schwänzchen. Cool. Baby Chicken. Nice. Wir haben Baby Chicken gemacht. Cool. Ja, ist süß. Cool. Yes, yes. Nice. Okay. Das ist ein Baby Chicken, was wir jetzt hier gemacht haben. Cool. Wir setzen... Man kann ihn so anziehen. Yeah, sieht echt fresh aus. Okay, also wir haben hier auch eine riesengroße Grünfläche. Ich nehme mal ganz stark an, dass wir hier sozusagen unsere ganzen Tiere dann sozusagen wohnen und leben lassen können, so wie ich es mal annehme. Hier ist auch eine kleine Poolfläche. Man kann hier im Shop dann auch noch verschiedene Sachen kaufen, so wie es aussieht. Okay, das funktioniert gerade nicht. Aber, yeah, nice, cool. So, zack. Ach ja. Okay, wir haben eine neue Formula. Okay, oha, das Spiel ist ja mega cool. Hä, super nice. Grow now. Okay, Formula. Jetzt haben wir hier Emoji, Gehirn und Herz. Das ist die neue. Emoji, Gehirn und Herz. Bisschen mehr Herz vielleicht. Mehr Herz. Mehr Herz. Woo! Okay, da haben wir eine neue Eizelle jetzt sozusagen gemacht. Und jetzt brauchen wir ganz, ganz viel. Ganz, 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 ganz viel, okay? Wir müssen ganz viel tippen. Zack, 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 zack. Ganz viel tippen, 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 tippen. Okay, wenn das Spiel cool ist, Leute, falls euch das gefällt, dann lasst super gerne ein Like da, weil ich glaube, ich mache davon auf jeden Fall noch einen zweiten Part, weil das echt mega, mega cool ist. So, wir haben jetzt extrem viele Eizellen gemacht und ich glaube, jetzt können wir uns erstmal darum kümmern, dass hier sozusagen die ganzen Eizellen miteinander verknüpft werden. So. Oh, jetzt haben wir aber irgendwie zwei... wir hatten, glaube ich, gerade zwei Individuum-Babys. Kann das sein? Ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall ein Manx-Kitty. Sieht sehr, sehr süß aus. Sie hat so schöne Augen und so einen großen Kopf irgendwie, ne? Mega putzig. Und so ein kleines Schwänzchen nur. Sehr, sehr süß. Sehr, 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 sehr süß. Gefällt mir. Okay. Yeah, freshes Outfit. Aber ich glaube, wir lassen es so. Ja? Hier ist das kleine Kätzchen und da haben wir unser cooles Chicken. Das ist unser erstes Baby war das hier. Und jetzt haben wir hier noch eine kleine Babykatze. Schön. Okay, jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwie die Formulas wieder hier zusammenbekommen. So. So. Und dann let's go. Wir haben eine neue Formula und das ist... Werden wir es herausfinden? Gehirn, Herz und Emoji. Okay. Wir machen viel, viel das da. Emoji bisschen. Und Gehirn. Oh nein, es war falsch rum.
Gehirn-Herz-Emoji. Okay, Gehirn. Zip, Herz. Zip, und Emoji. Bisschen nur. Zack. Let's go. Was kommt dabei raus? Eine blaue Eizelle. Ist auch was Neues. Okay, wir machen wieder ganz viele. Was wird es sein? Zack, 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 zack. Sieht ein kleines bisschen weird aus, wenn man so diese Dinger hier sozusagen so zusammen macht, oder? Zack, es sieht aus wie ein Babyhund. Es ist ein Babyhund, glaube ich. Ich glaube, es wird ein Babyhund, Leute. Okay, es wird auch immer komplizierter. Zack und zack, da haben wir ihn. Es ist ein Babyhund. Ich dachte erst, es wird ein blauer Babyhund. Ja, da ist er. Beagle Puppy. Schön. Sehr, sehr schön. Er sieht auch echt knuffig aus. Nice. Beagle Puppy. Ah. Was hat der denn da auf dem Kopf? Okay. Ja, geht leider nicht. Oh, Legendary Formula. Man kann hier irgendwie einen Dinosaurier freischalten, aber es geht nicht. Ich habe kein Internet drin. Nein, ich hätte gern Dino gehabt. Okay, hier können wir auf jeden Fall mehr machen. Formulas gibt es hier gerade. Oh, es gibt eine Menge, die man hier sozusagen. Das hier connecten. Dann das hier connecten. Das hier connecten. Das hier. Und ditte. Let's go. Jetzt haben wir. Zeig mal her. Die Formula ist. Stärke, Emoji, Herz. Okay, wir haben auch 1000 Geld gerade. Aber wir kümmern uns um Stärke, Emoji und Herz. Tada! Okay. Es beginnt. Wir haben die Eizelle. Ich will mal gleich wissen, können wir noch ein zweites Huhn machen? Oder noch eine zweite Katze? Das würde ich mal ausprobieren. Weil dann hätten wir mehrere Katzen und sowas. Ich glaube, das wäre auch ganz cool. So. Ich glaube, das wird ein Einhorn. Ich glaube, das wird einfach ein Einhorn. So. Es ist geschafft. Ein. Ach so, es ist ein Pferd. Es ist ein Babypferd. Sieht ein bisschen aus wie von Dings hier. Wie heißt es? Von My Little Pony, oder? Einfach von My Little Pony. Okay. Nices Outfit, Bray. Aber ich glaube, wir kümmern uns erstmal gleich um die ganz anderen Sachen. Random Unlock. Ah ja. Okay, wir kriegen hier auf jeden Fall bei Random Unlock kriegen wir auf jeden Fall mehr Stuff. Sehr, sehr cool. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir hier mehr von den Dings hier kriegen. So. So. Dann drei davon. Drei Muskeln. Davon zwei. Okay. Bam. Neue Formel entdeckt. Was wird es sein, Freunde? Was wird es sein? Stärke und Emoji. Stärke, 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 Stärke. Emoji, Emoji, Emoji. Zack. Oh. Emoji und Stärke ist es. Emoji, 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 Emoji. Und eine kleine Brise Stärke. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Geld, damit wir unser Garten ein bisschen besser ausrüsten können. Oh, das ist jetzt dieses Mal eine grüne Gehirnzelle. Eine grüne Eizelle. Ist das vielleicht ein Hamster oder sowas? Oder ein Biber? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keinen Dunst. Wirklich gar keine Ahnung, was das jetzt sein könnte. So. Oh, okay. Ich glaube, wir haben es schon. Okay, es ist ein Hamster vielleicht? Es ist ein Babyhamster. Dieses Spiel ist schon echt knuffig gemacht. Es ist schon wirklich, wirklich süß gemacht. Sehr, sehr süß gemacht. Okay. Er hat einen Helm auf. Oh, den will ich auf jeden Fall. Ey. Achso, man kriegt das dann nur, wenn man ein Video schaut. Warum? Warum kriegt man nicht irgendwas anderes Cooles? Okay, der Garten ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice ausgerüstet. Oh, man kann sich hier seltene Formeln kaufen für 1000. Okay, okay. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich das vielleicht direkt schon zum Anfang gemacht. Okay, Leute. Also, ich denke mal, das ist es auf jeden Fall gewesen hier mit der ersten Folge. Wir haben echt viel, viel geschafft. Ich finde das Spiel echt sehr, 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 sehr süß. Es ist echt knuffig. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch mehr Energie, damit wir hier weitermachen können, weil wir brauchen halt auf jeden Fall mehr Energie, damit wir diese Formeln benutzen können. Deswegen werde ich vielleicht einen zweiten Part daraus machen. Aber, meine Damen und Herren, falls euch das Spiel hier gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder beim weiteren Video. Bis dahin, haut da rein, Leute, und ciao.